Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Ja, weiter geht's natürlich mit Multithreading, wie könnte es anders sein? Und ich werde euch heute ein paar Kontrollmechanismen vorstellen, die man so hat, wenn man so mit Threads arbeitet. Das erste ist ein relativ einfaches, das habe ich euch letztes Mal vorenthalten, weil ich es konnte. Und ja, das erste nennt sich einfach mal Join. Das ist eine Methode, die man auf einem Thread aufrufen kann. Der Thread sollte schon gestartet worden sein. Und damit wartet man einfach, bis dieser Thread beendet ist und dann erst läuft der andere Thread, der die Join-Methode aufgerufen hat, weiter. Das heißt, wir warten hier drin sozusagen, bis der Thread 1 aus seiner Run-Methode returnt und dann erst läuft unser Main-Thread weiter. So, wenn wir das jetzt so ausführen, dann passiert was Witziges oder eigentlich erwartet, aber für die, die es nicht kennen. Vielleicht witzig, und zwar sind ja die ersten beiden gestartet und sobald der erste fertig ist, beenden wir den Main-Thread, aber für den zweiten haben wir diese Join-Methode nicht aufgerufen, das heißt, der zweite Thread beendet sich nach dem ersten und nach dem Main-Thread. Das heißt eigentlich eine ziemlich vorhersagbare Reihenfolge von den Threads, weil wir ja wissen, wie die irgendwie hier sleepen. Ja, wenn wir das Ganze jetzt auch noch für die für den T2 aufrufen, dann ja, ist es logischerweise der Main-Thread, der letzte, der sich beendet. Also wir können das jetzt abwarten oder wir können es auch einfach raten, aber im Prinzip können wir das nachvollziehen, denke ich mal. So, das ist jetzt aber nur so eine semi-geile Methode, um sich hier mit den Threads zu kommunizieren. Und zwar können die sich ja untereinander nicht aufrufen, weil sie die Variablen für die Threads gar nicht kennen. Das Ding ist, dass wir dafür Logs haben. Und Logs sperren sozusagen, beziehungsweise wenn die Logs sperren, dann kann man nicht weiter ausführen. Wenn sie freigegeben sind, kann man weiter ausführen. Das ist im Prinzip die grundlegende Funktion von Logs. Also sprich, das braucht man für Berechnungen, wenn irgendwelche Daten in irgendeiner Klasse static vorliegen und ich möchte da durchlaufen und kann halt irgendwas erst berechnen, wenn die Daten schon wirklich da sind, dann muss ich auf dem Thread, der die Daten berechnet, erstmal einen Log anlegen, damit der andere Thread nicht weitermacht und dann berechnet der Thread und dann gibt er wieder frei und der andere kann weitermachen. Und ja, genau so benutzt man, also das ist quasi die Anwendung davon. Wie das Ganze funktioniert, ist folgendermaßen. Und zwar können wir es jetzt erstmal einfach LogMe nennen. Kicken wir über das Modul Threading mal wieder, wer hätte es gedacht. Punkt und dann die Methode Log. So, das ist alles. Und auf dieses LogMe können wir jetzt zugreifen, indem wir einfach sagen, achso ja, wichtig ist, dass ihr hier dieses LogMe über der Definition von den Threads und diesem Start schreibt. Also am besten halt ganz oben hin. Sonst habt ihr die Variable nicht zur Verfügung, weil die halt noch nicht existiert und dann gibt es Probleme, nämlich Abstürze. Das heißt, wir haben hier diese Run-Methode und ja, dann werde ich jetzt einfach mal hier oben hinschreiben LogMe Punkt und da hat es eine Methode, die nennt sich acquire, also quasi schließe das Loch sozusagen und danach passiert nichts mehr von irgendeinem anderen Thread außer von dem hier. Also was hier nach diesem acquire kommt in der Run-Methode drin, das wird jetzt nur noch atomar von diesem Thread ausgeführt, der dieses LogMe acquired hat. Sprich, ich werde das jetzt einfach mal hier unten drunter beenden und euch gleich zeigen, was ich meine. So, logme.release gibt das Ganze wieder frei, dass der andere Thread auch durch kann. Wenn ihr das irgendwann mal vergesst, dann hängt sich plötzlich irgendwie random ein Thread auf und alles ist kaputt. Also nicht vergessen. Genau. So. Also zuerst acquiren und dann releasen. Andersrum macht es auch keinen Sinn. Andersrum gibt's, weiß ich nicht, ob es da auch einen Fehler gibt. Genau. So, und jetzt können wir mal Sekunden zählen. Der erste Thread braucht 3 Sekunden, bis er fertig ist. Der zweite Thread braucht ID, also 2 mal 3, also 6 Sekunden, bis er fertig ist. Und ja, probieren wir es einfach mal aus. So, der erste Thread. 3 Sekunden später, der zweite Thread. Gestartet auch erst. Und 6 Sekunden später
ist dann der zweite Thread auch fertig. Der Main Thread beendet sich am Ende, weil wir hier die zwei Join-Methoden aufgerufen haben. Aber der zweite startet sich, also der ist schon vorher gestartet, aber das Print wird auch erst ausgegeben, nachdem dieses Log wieder losgelassen wird. So, jetzt kann man natürlich hier mit beliebig vielen Logs hin und her hantieren. Ja, das ist so eine Geschichte, da muss man sehr vorsichtig sein. Also ich hoffe, ihr habt das jetzt erstmal verstanden. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, übrigens, für die, die nicht regelmäßig bei mir zugucken, schreibt mir bitte Kommentare oder von mir aus auch PNs, dann beantworte ich quasi fast alles. Ich glaube, ich habe bisher fast nichts unbeantwortet gelassen. Gut, also zuerst die Logs acquiren, dann wieder loslassen. Jetzt kann es hier natürlich Probleme geben. Und zwar, wenn wir sagen, okay, wir unterscheiden jetzt hier der erste Thread. Also ich schreibe das jetzt nur quasi im Pseudocode hin, ich will es nicht ausführen, weil dann stürzt alles ab quasi. Der erste Thread, wenn wir die ID gleich 2 haben, und ja, ich weiß, dass dann self hin muss und dass das D groß geschrieben werden muss. Wenn wir die ID gleich 1 haben, also der erste Thread ist, dann loggen wir hier. Und wenn wir der zweite Thread sind, loggen wir erst hier sozusagen. Ja? Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Dann loggen wir hier. So. Das heißt, wir haben hier noch ein logme.acquire. Wir haben jetzt hier ein log2, ist auch ein threading.log. Das heißt, wir haben jetzt zwei logs. Ja? Und der erste thread loggt hier und der zweite thread loggt hier. So. Und dann sagen wir mal, der erste thread geht hier rein, aber der zweite Thread ist schon vorher hier, weil wir ja nicht genau sagen können, dass die nicht, dass der zweite Thread nicht schneller ist als der erste Thread. Kann ja noch irgendwas anderes in dieser If-Anweisung stehen. Okay, so der erste Thread hat jetzt gerade mal eben irgendwas gesperrt und der zweite Thread sperrt hier unten was. Und dann gibt es noch einen dritten Thread, der hier unten wieder was sperrt irgendwie. Und wenn sich jetzt die alle gegenseitig sperren, dann und verschiedene Logs dann noch benutzen. Das nennt man irgendwie so einen Zyklus. Ich kann es euch gerade mal kurz anmalen. So, jetzt kommen mal wieder meine Insane Paint Skills raus. Also wir haben hier einen Thread. Das ist T1. Ich mache das nochmal rückgängig. T1. So, und wir haben hier einen zweiten Thread, T2. Und hier einen dritten Thread, T3. Und der loggt hier was. Das heißt, der zweite Thread muss auf den ersten Thread warten. So, und dann hat aber der zweite Thread schon vielleicht irgendwo anders, der zweite Thread hat irgendwo anders was gelockt. Und das heißt, der dritte Thread wartet auf den zweiten Thread, damit der dritte Thread das ausführen kann, was der zweite gesperrt hat. Der zweite muss aber warten, bis der erste was ausgeführt hat. Und der erste Thread möchte gerade rein zufällig das ausführen, was der dritte Thread ausführt. Und dann kommen wir in so eine Situation, die nennt sich Deadlock. Der erste wartet auf den dritten, der dritte wartet auf den zweiten, der zweite wartet auf den ersten. Und dann haben wir ein Problem. Das heißt, passt da auf, ich habe jetzt hier gerade keins ausgeführt, tatsächlich, sondern nur irgendwas hier reingetippt, aber das sollt ihr auch eigentlich so gar nicht sehen, das ist ganz, ganz böse. Also wenn die alle aufeinander warten, dann tut sich quasi gar nichts mehr und man kommt nicht vorwärts. Sprich, immer schön aufpassen, was ihr da produziert mit euren Logs. Aber ansonsten könnt ihr jetzt ganz genau steuern, wann welcher Thread was ausführen kann, beziehungsweise wann ein Thread tatsächlich auch wirklich nur diese Sache ausführen kann, die da drin steht. Gut. So, eine letzte Funktion, nochmal ganz, ganz easy zum Abschluss, möchte ich euch noch zeigen. Und zwar müssen wir hier nicht unbedingt Join aufrufen, sondern wir können auch einfach die Funktion isAlive aufrufen. Und ja, die isAlive-Funktion, dann sagen wir vielleicht hier, if der erste Thread is alive, dann time.sleep, also join ist natürlich effizienter, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann sagen wir hier, eine Sekunde schlafen wir. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, oder am besten hier ein while draus machen. Das bedeutet, diese isAlive-Funktion sagt mir, ob dieser erste Thread lebt und ausgeführt wird. Und wenn die false zurückgibt, dann ist er quasi beendet, also fertig. Ist auch noch eine Funktion, die man hin und wieder mal brauchen könnte. Wollte ich euch mal gezeigt haben. Und damit sind wir wieder bei fast 10 Minuten. Das heißt, ich beende das hier mal wieder und hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.